Habe ich auch das Gefühl. Oh, irgendwie war das kürzer. Rest von uns. Ich hab jemanden. Oh, ich hab Windows gedrückt. Die ganze Sperre, ne? Die Windows-Taste. Ja, hab ich gerade. Gegner gespottet. 2:10 ist gerade gelaufen. Der Julian hat doch, glaube ich, noch die Quest mit den Angucken hier, ne? Ich hab die Person wieder im Zivilisier. Wir dürfen nicht schießen. Wir dürfen nicht schießen. Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play Greyzone. Den überraschend erfolglosen Let's Play Greyzone. Trotz Namensänderungen gucken eigentlich nicht wirklich viel mehr Leute zu. Also anscheinend scheint es keinen zu interessieren. Wobei ich jetzt auch Kommentare bekommen habe im Sinne von, oh, endlich mal ein Let's Play in Deutsch. Ja, warum gucken es dann nicht mehr, ne? Wenn anscheinend kaum einer das in Deutsch spielt. Aber gut. Julia, wo bist du? Ich bin auf 140, 110 in die Richtung gelaufen. Ja, komm mal hier rüber. Du musst ja bestimmt die Dinger hier noch angucken. Welche Dinger? Die großen Runden. Nein, ich will mir deine Dinger nicht angucken, Ronny. Nein, nicht meine Dinger. Die Dinger der weiblichen Einbewohnerin. Ja, das da angucken. Kann das sein, dass das eine Quest ist? Hast du das bekommen? Kann auch sein, dass er die erst kriegt, wenn er die Killquest fertig hat. Ja. Ja, aber hab ich ja gerade mit den eingeholt. Meine hätten die auch beide gehabt, aber egal. Nee, ich hab die nicht. Wahrscheinlich ist er bei der Krankenschwester noch nicht weit genug. Ich kann ja nichts F drücken oder so. Wir sagen am besten mal die Himmelsrichtung, indem wir Gegner sehen, okay? Wenn wir Gegner sehen. Also ich sehe 3 Gegner. Wollen wir Kills klauen? Ja, Südwest. Ja, ich bin oben auf der Schotterstraße. Geh gerade in Richtung West. Ich sehe keine Gegner. Ich laufe gerade West 300 in die Richtung. Boah, wir sind hier schon wieder welche oder was? Ja, ich sehe eigene Leute. Hinten auf der Straße liegen schon wieder etliche. Fast am Ende des Dorfes, ja. Die sind schon hier komplett durch. Oder kommen auch gerade rein, kann auch sein, ne? Aber dann werden hier Gegner, hier ist ja nix. Ja, die sind schon alle tot hier. Sind die auf dem Wasser noch da? Dann hätte ich wenigstens einen, den ich schon machen kann. Alle weg? Alle schon weg. Ja, wie ich dies liebt. Die Killquests eigentlich nie machen, weil immer andere noch da sind. Ja, das ist... Die Gebäude sind alle offen. So ein Schwachsinn. Ich höre einen Gegner rechts von mir. Sag dir mal die Richtung, in die du guckst. Ja, der hat aber. Der hat aber schon einen anderen gekillt. Sorry. Ich hab da diese eine Straße, diese Abzweigstraße. Norden auf jeden Fall. Ich bin jetzt. Südost. 160. 150 in die Richtung. Das ist einfachste, ist eigentlich auf der Karte zu gucken, zu sagen, welcher Punkt man ist. Ronny, ja, oben in dem Doppelhaus habe ich jetzt das Buch gefunden, ne? Alles klar. Hey, ich sag dir auch, in welche Himmelsrichtung ich laufe. Ja, schon, aber das heißt ja nicht, dass das die gleiche Himmelsrichtung für mich ist, weißt du? Ja, wenn ich sage, ja, in Feld so und so, ist ein Gegner, das bringt euch schon nichts, weil die Felder riesig sind. Nee, ist richtig. Deswegen sage ich ja, das ist, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist.
Aber wir müssen es ja auch nicht wissen, weil wir dürfen ja nicht erschießen. Doch klar, ich brauch die Kills auch. Ja, aber wenn wir erschießen, hast du ja keine Kills. Ja. Ja, ja, bei den... ja. Was muss ich denn bei diesem Bild da hinten machen? Hab's. Nur hingehen, angucken. Ja, nicht F drücken oder so. Nein. Und da muss unten nur was stehen. Ja doch, ich glaube schon, dass das... Nee, der kam automatisch, ne? Completed. Ja. Schon mal eine Waffe zum Verkaufen, mit, ne? So, was müssen wir noch machen? Hier. Den Gangster-Boss killen, aber gut. Der ist schon lange tot. Ich glaube, der ist dead. Ich würde sagen, der ist tot. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, der ist tot. Ich glaube, der ist ausgestorben. Ich hoffe, der hat wieder irgendein Kennzeichen, an dem man ihn sofort erkennt. Ja, der liegt hier hinten, der hat eine Schrotflinte. Oh, der hat die Augen noch offen. Ich kann es nicht sehen, Dirk, du? Wo seid denn ihr? Ah, fuck, das ist einer von uns, sorry. Geht auf mich drauf, ey. Boah, ey. Und Dirk dachte schon, er stirbt. Ja, yeah, also da, wo ich getroffen habe, wäre er direkt tot gewesen. So, das ist jetzt der Boss. Die Beine. Ne, ich hab genau auf seinen Kopf geschossen. So, wer ist denn jetzt hier der Boss? Der hier? Der, wo ich drauf stehe, das ist der Boss, oder wie? Da keine oben Ahnung. Bin, ja. Ich weiß, ich wieder aus, ich, keine Ahnung. Warum steht mein Bein in ihm drin? Weil du es kannst. Danke. Wollen wir jetzt weiterfliegen oder wie, wo wir es machen? Ja. Wie, wo, wen nehmen wir jetzt auseinander? Ich fahre so lange mit dem Bulli hier. Welchen Bulli? Den da. Steck da jetzt ein und fahren wir. Bringt halt nichts, da sind ja jetzt alle Gegner wieder tot. Das ist das Schöne daran. Gibt es hier nicht sowas wie eine Lagerfeuerfunktion, wo man einfach sich ans Lagerfeuer setzt und die Zeit vergeht? Ins Lagerfeuer? Nee, ans. Wenn du jetzt guckst, ne, es sind nochmal drei aus unserem Team hier und ja. Aber ich brauche jetzt nur noch 7 Kills. Okay, also hier ist gerade eine Leiche despawned. Das heißt eigentlich, dass Gegner neu spawnen. Ja, aber wo ist die Frage? Ja. Also einfachste ist einmal in die Luft schießen, dann kommen die automatisch zu dir. Ah, hier stimmt, hier lagen eben welche. Ja, deswegen sag ich ja. Ich hab mal auf einmal eine Grundstrecke oder die Straße runter. Ja, da hinten sind ja jetzt die anderen Spieler. Nee, da hinten werden die nicht sein. Wird hier runter sein, der Gegner. Ja, weil ich schon eben hier runter bin, aber auch nix. Und das war der auf dem Wasser, weil die Leiche ist auch weg. Und wo liegt normalerweise der Endgegner? Wo ist der? Der ist hier draußen auf den Stegen. Ja, dann habe ich ihn schon öfters umgebracht. Also laut Beschreibung steht hier, der ist der Random spawnt in dem Dorf. Nein, der ist immer hier draußen auf dem Pier. Immer auf dem Pier? Okay. Er rennt immer hier auf den Stegen rum. Was für ein Bier? Das Bier. Sollen wir jetzt einfach hier stehen bleiben und warten? Bis er erscheint? Das dauert aber eine Viertelstunde, ne? Gegner direkt vor mir. Was? Wo? Gegner war direkt vor mir. Ey, ich lauf hier hoch, weil ihr... Ich hatte ganze Dorf hier ausgelöscht, auf einmal steht ein Knecht vor mir. Also, der jetzt gerade erst gespawnt. Ist das der Knecht Ruprecht? Ja. Okay. Impressive. Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht. Ich durchsuche mal sein Haus.
Der hat eine Handtasche hier. Sonst nichts Gutes. Ich such mal hier die Häuser, ob da irgendwas Brauchbares ist. Hier kommt man nicht rein. Oh nee, der, ja. Muss auf Klo. Entschuldigt ihr mich kurz, ich gehe mal kurz auf Klo. Ich schließe nur die Tür hier, dass ich nicht sterbe. Schau mich mal hier hin und geh auf Klo. Bis gleich. Geht schnell. Bis gleich. Mal. Viel Spaß. Werde ich haben. Ne? Ja, weiß ich. Das ist eigentlich eine gute Idee. Was? Ja, für Weihnachten, ne? Dann rufen wir nur noch nach dem Knecht Lutrecht. Der Knecht Lutrecht? Ja, der Knecht Lutrecht. Das ist der Weihnachtsgott des Lutens. Ah, okay. Mhm, deswegen Knecht Lutrecht. Der bringt uns jedes Jahr neuen guten Loot ins Spiel. Natürlich sehr gut. Mhm. Ja, so viele Leute. Es war nicht einer hier, jetzt ist so viel hier und astrein, ey. Oh, das hasse ich manchmal. Da 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 da. Er kommt ganz geschwinde her und bringt ganz viel und mehr. Er bringt uns den fetten Loot. Das tut unserem Säckchen gut. Dann hauen wir ihm eine rein, denn so muss es denn sein. Das freut den Knecht Lutrecht sehr. Und er schreit auf einmal, ich will mehr. Jingle loot, loot it all away. Sie bis er kommt. Nervt. Kein Humor, der Mann. Oh, da sind die Knatterton, hier wird geschossen. Haus. Sieht man ja gar nichts. Entschuldigung. Es dauert eine Weile, bis ich das wieder aus meinem Kopf habe. Am besten, du bringst mich auf ein anderes Lied. Dann hört es am schnellsten auf. Ich weiß nicht, wie viele Helis hier jetzt noch hin wollen, ey. Ja, vielleicht fliegen die ja wieder weg. Wie viel muss denn noch? Ich glaube 6 habe ich jetzt noch offen.
Du kannst hier auf und ablaufen und... Irgendwie spawnt keiner. Ich hab mich hier an den Tisch gesetzt und rauche eine. Echt? Mhm. Was rauchst du denn? Eine Zigarette. Obwohl ich in Real Life ja gar nicht rauche, weil Rauchen ist eklig. Aber hier in-game, warum nicht zum Zeitvertreib? Weil die meisten rauchen ja eh nur aus Langeweile. Wenn wir die meist aus Langeweile rauchen, ne? Und jetzt weniger rauchen, hängt das vielleicht an den Handys? Weil die Leute sich jetzt mehr mit Handys beschäftigen können? Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Dadurch haben sie weniger Langeweile und rauchen weniger? Das soll man mal wissenschaftlich erkunden. Es ist halt die Frage, was passiert? Spawnen die schneller nach, wenn wir jetzt rausgehen aus dem Gebiet wieder? Wahrscheinlich eher, ne? Also ich glaube nicht, dass solange wir uns in einem bestimmten Bereich befinden, ein Gegner spawnt. Das wäre ja auch unfair. Ja, deswegen müssen wir hier zumindest mal auf irgendeiner Seite rausgehen vielleicht. Ja, sehe ich auch so. Also gehen wir wieder nach A raus. Ja, zur 1 rüber, ne? Zur 1? Ehrlich gesagt. Alright. Was? Da schießt ein Gegner. Ja. Da sind auch schon zwei hinterher. Ja, ich weiß, die Kills brauche. Ja, der ist nicht überlebt anscheinend. Na, wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe meine ganze Ausdauer geopfert, um diesen Gegner zu bekommen. Irgendjemand hat ihn mir vor der Nase weggeschnappt. Der klaut da liegt mir die ganze Zeit die Kills. Ich brauch dich selber, du Pflaume. Sag mich doch. So, bleiben wir jetzt hier oder wie? Ja, wir müssen denen ja irgendwo eine Area geben, wo sie nachspawnen können. Das macht Sinn, nicht im... in dem Gebiet am besten zu sein. Also ich krieg 10 Kilo dreimal gehoben, aber keine Flasche auf. Würde mir Gedanken machen. Ja, weil das eigentlich nicht dasselbe ist. Genau, ich hebe nämlich die 30 Kilo. Was ist das, unser Heli? Hä? Also, nein. Heben und drehen sind ja zwei verschiedene Bewegungen, ne? Das heißt, nur weil der eine Muskel stark ist, heißt es ja nicht, dass der andere Muskel stark ist. Ja, ich hab riesige Bizeps, weißt du. Ich hab auch einen riesigen Bizeps und trotzdem krieg ich nicht was. Der läuft ja voll uns da vorne rum. Hä, ich stehe hier. Ich stehe fast am Landeplatz. Und verzweifle an diesen blöden Flaschen, wo dieser Deckel noch dran ist. Weil ich krieg den nie zu, weil der Deckel dann immer so schief drauf geht, weil man den nicht mittig draufsetzen kann. Aber wisst ihr, was ich meine? Ja, total. Das ist richtig nervig, ich kann das nicht. Ich hab grad irgendwelche Dudes hinterher. Ich hab grad irgendwelche zwei Dudes hinterher, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber. Ich würde sagen, ich drück mal auf Pause. Der jetzt gerade hier angekommen ist, dass der so. No, es sind wieder Gegner nachgespawnt. Ich glaube, ja. Das wird die langweiligste Folge aus der Staffel. Ich bin. Höhe? Von wo? Richtung Wald ist das alles. Ja, hab ich gemerkt. Aber ich bin komplett weg jetzt. Hol die Scheiße auf die Kills. Ich
Ich finde schön, dass ich ihm einen Herztreffer und einen Kopftreffer gegeben habe und der einfach aufgestanden ist. Ich gehe wieder über Lima 1 ran. Muss aber jetzt wieder eine Minute warten. Auf wen schießt denn der jetzt? Das ist auch ein Zufallstreffer. Zufallstreffer. Ja, dass er jetzt zufällig gespawnt. Ja. Das war hinter uns. Raven here, I'm moving out. ETA 30 seconds. Also irgendwo vor mir rennt hier einer rum. Vor dem Haus. Aber er ist ja nicht da. Ja. Es will doch unbedingt ein Eisen, dann muss er strollern gehen. Irgendwie logisch. Achso, ich bin schon da noch. Raven, wheels down and ready to load. Schon und gemutet. Ah. Ja, damit wollte ich sagen, kaltes Eis essen und das drückt natürlich den Harm dran. Ja. Also ich hätte schon Bescheid gesagt, wenn ich gegangen wäre. Nicht so wie bei Seven Days beim letzten Mal. Da muss ich wirklich so dringend, dass ich einfach aufgestanden bin. Okay. Wann kommt dein Heli? Ich glaube, ist eingestiegen. Achso. Aber wo habt ihr euch alle versteckt? Ich hab Angst. Obere Etage von dem Haus. Ne, ich spiel Verstecken mit dem Gegner hier. Hast du eine Waffe dabei, wenn du kommst? Nö. Du hast ja noch ein Feuer schlagen können. Ich habe 3 Waffen in meiner Leiche. Also irgendwer ballert hier auf jeden Fall. Ja, hier runter ist das. Da runter wahrscheinlich, wo ich einen Gegner auch geholt hab. Ich bin's nicht. Also hin tue ich nix. Du auch nix sehen, aber da runter, wo ich gucke, hat der gerade einer geschossen. Mhm. Aber vielleicht hat er jetzt wieder den Gegner gekillt. Wahrscheinlich. Den wir brauchen. Mhm. Und wir wissen auch nicht mal, wie er aussieht. Ja, der soll eine Pampe haben. Jupp. Ja. Der hat eine Pampe und rennt auf den Stegs rum. Hallo. Hallo. Julian sagt auch Hallo. Ich weiß auch Hallo an Julian. An Anja. Wem? Anja. Ah. Anja. Anja.
so optisch auch noch ein Black Screen bekommen, ne? Ey, das fuckt so ab, dass er die ganze Zeit. Ich seh keinen. Jetzt kommen hier Schlangen hier auch keine Schüsse mehr ein. Ja. Also irgendein Gegner wurde getroffen, der schreit schon rum. Ey, wie oft soll ich den Knecht noch treffen? Ich hab grad zwei Magazine auf den gehauen. Der lebt noch. Oh, warum vergessen? Wo ist der Crash? Einen habe ich jetzt weggemacht hier. Ja, natürlich hat jemand die ganze Munition aus dem Doof genommen. Und ich kann den nicht aufnehmen. Wo liegt denn deine Leiche? Ja, genau im Schussfeld von dem. Ja, wenn du zurückkommst zu mir, hier liegt ein Tod. Ich sehe da vorne einen liegen. Ich weiß nicht, ob das Julian ist. Ich muss hier nur meine Waffe nachladen. Ich kann die irgendwie nicht nachladen. Also hier vor mir liegt ein Totenspieler auf jeden Fall. Ach so, ein Platz sehe ich einen Totenspieler. In Nähe von dem Brunnen, ist er das? Ist Julian eigentlich schon viel zu weit weg? Ja. Hier ist safe, wo wir sind. An dem Brunnen. Ich habe keine Waffe, ich kann meine Waffe nicht nachladen. Ja, aber wir sind doch alle hier. Ich bin immer noch auf der anderen Seite. Ja, der Gegner ist da noch im Busch irgendwo. Du stehst doch hier mit dem Messer in der Hand, oder nicht? Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist ein Gegner. Hier? Der ist doch tot. Wie ist der bitte tot? Ich hab den 7 Headshots. Ich hab ihn doch getötet. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ihr braucht einen Schuss und ich muss ihm 7 Headshots geben, bis er stirbt, oder was? Mindestens. Und ja, wir wollen nicht alle verarschen. Kein Spaß, ich hab 7 Mal auf sein Herz geschossen. Kopf. Anscheinend ja laut. Nee, Herz ist aber auch One-Shot. Ich habe aber auch auf Kopf geschossen, er hat nicht ein Leben verloren anscheinend. Neue Message. So, ich brauche immer noch 5 Gegner, glaube ich. Ja. Neue Message? Ja, irgendwie kommt er nicht. Wer? Ja, der Knecht mit der Pampe. Mehr, der liegt doch. Kann sein, dass der Boss vielleicht eine halbe Stunde braucht, ich weiß es nicht. Weil ja, die spawnt die ist er auf jeden Fall. Ja, die anderen liegen aber auch noch da hinten gleich. Das stimmt, also auf dem Pier liegt er nicht mehr. Musst du mal die Seite hier entlang laufen, vielleicht steht er da unten irgendwo. Oh. Perfekt, ich hätte das ein Gegner. Ich habe auf einen Holzklotz geschossen. Wie, wieso? Gerade durch steht doch ein Gegner. Nein. Doch, da gerade durch. Ja, die Straße entlang. Hä? Aha. 2 Stück stehen da. Ah, wow, ich hab nicht das Herz getroffen, aber der ist mal One-Shot gegangen. Alles klar. So, da hol ich jetzt meinen Container und dann kann ich nicht mehr sprinten. Juhu. Ich gehe mal langsam von Hoffnung, dass er jetzt nicht irgendwo anders steht. Weil ganz hinten durch beim Haus stand immer noch einer, den ich nicht gesehen habe. Ist da der mich fast geholt hat. Ganz hinten durch. Ja, der ist da. Oh, ich muss nachladen, genau. Genau. Ab und zu muss man nachladen. Also hier ist er nicht mit der Pampe. Ja, schön, dass du mir meinen Kill geklaut hast. Wer? Wer auch immer den oben an diesem kleinen Haus geholt hat, den einen. Ich stand nicht vorne.
Hier an diesem an dieser ganz kleinen Hütte, wo jetzt drei Leichen liegen. Ich war geradeaus, da ja, genau da war ich. Ja, danke. Mhm. Ich hatte ihn schön im Visier, da musste ich kurz nachladen, ich hätte ihn gewonnen. Ja, du warst zu langsam. Ich brauche die Kills, du nicht. Der läuft eigentlich vor mir. Achso, der ist schießen. Warum bist du denn da hingelaufen? Kill, weil ich dachte, vielleicht ist da der Typ mit der Pumpe. Ich hab doch dreimal gesagt, dass da oben immer einer steht. Und dass ich die Kills noch brauche. Tja, ich würde sagen, ich ende mal die Folge hier an der Stelle. Tschüss. Ganz hinten Richtung India 1 auf dem Steg steht einer. Ich werde das mir jetzt von dem einen random Group geklaut wird. Und das ist nicht der mit der Pumpe. Ja. Da muss auch irgendwo einer sein. Richtung India.